Hölzel. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Pandemie fordert extrem unser Gesundheitssystem. Es fordert aber auch unseren Arbeitsmarkt. Unser Arbeitsmarkt ist grundsätzlich robust und stabil und die Arbeitslosenzahlen sinken. Aber wenn man genau hinguckt, gibt es oft heftige lokale Störungen, weil die Infektionszahlen zu hoch sind, weil Schließungen drohen und weil gewaltig eingegriffen wird auf die Beschäftigungsverhältnisse. Aber auch, weil manche Unternehmen, Handwerksbetriebe und Betriebe volle Auftragsbücher haben, Arbeit haben ohne Ende, aber keine Dachziegel, keine Mikrochips oder keine Dämmstoffe bekommen. Von daher schützen wir mit diesem Gesetz nicht nur unser Gesundheitssystem, wir versuchen, den Virus einzudämmen, die Menschen vor Krankheit zu schützen, sondern sie schützen wir auch mit unserem Kurzarbeitergeld vor Arbeitslosigkeit. Wir haben hier vor 2 Wochen per Verordnung ganz wichtige weitere Regelungen getroffen. Wir haben das Kurzarbeitergeld länger gemacht. Wir haben es leichter gemacht. Wir haben die Leiharbeit hinzugenommen. Und wir haben dafür gesorgt, dass Unternehmen Sozialabgaben erstattet bekommen. Und heute werden wir mit diesem Gesetz regeln, dass man hinzuverdienen kann, in einem Minijob hinzuverdienen kann, ohne dass der aufs Kurzarbeitergeld angerechnet wird. Und ganz wichtig, wir stocken das Kurzarbeitergeld auch weiterhin auf. Denn die Luft wird dünn, wenn man lange in Kurzarbeit ist. Und deswegen ist richtig, nach dem 4., nach dem 7. Monat der Kurzarbeit höhere Kurzarbeitergelder beziehen zu können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das wirksamste Instrument ist das Kurzarbeitergeld. Und ich bin sehr glücklich darüber und meine ganze Partei und wahrscheinlich ganz Deutschland, dass unser Arbeits- und Sozialminister, der Alte, auch der Neue ist, Hubertus Heil, sagt immer so schön, die Kurzarbeit war und ist die stabilste Brücke über ein ganz tiefes wirtschaftliches Tal. Und heute verlängern wir diese Brücke der Kurzarbeit bis 2022, bis Ende März, ein gutes Vierteljahr, bis in den Frühling hinein. Wir haben mit der Union das Kurzarbeitergeld vor knapp 2 Jahren scharf geschalten, haben es verbessert, verlängert und erhöht. Und wir haben jetzt mit der Ampelkoalition ganz pragmatisch und ganz konstruktiv Zusammenarbeit geleistet, haben ganz schnell reagiert. Und liebe Kollegin Ferschel, der Pflegebonus, den haben wir den Beschäftigten in den Pflege- und Krankenhäusern versprochen. Und er kommt auch, so wie wir es versprochen haben. Aber wir haben das abgesprochen, dass der zu Beginn des nächsten Jahres kommt. Von daher haben wir das nicht vergessen. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, die Abgeordnete